Wir sagen Servus aus dem Trainingslager der Spielvereinigung Greuther Fürth hier aus dem schönen Zerfelden. Ich freue mich, dass Martin Michelbeck bei mir ist. Da ist Martin, Servus erstmal. Wir sind heute den ersten Tag da. Ihr seid seit Montag da. Bist du mit den Rahmenbedingungen zufrieden? Ja, sehr. Also wir haben hier ein sehr, sehr schönes, modernes, aber auch einfach gehaltenes Hotel, haben da ein wahnsinnig nettes Personal, was uns da auch verpflegt und versorgt. Trainingsbedingungen sind hier sehr gut und wie gesagt, ich glaube, dass wir hier ganz, ganz gute Bedingungen haben, um da einen ganz guten Teamgeist zu entwickeln. Wie wichtig ist gerade dieser Wohlfühlfaktor für die Mannschaft, wo ja viele Neuzugänge da sind, dass man sich da enger zusammenschweißt? Da geht es ja immer um Teambuilding, auch mal in einer anderen Atmosphäre, in anderen Bedingungen, dass sich die Spieler da halt noch besser kennenlernen. Gut, dieses Jahr haben wir jetzt aktuell, glaube ich, 7 Neuzugänge dabei, die sich natürlich auch erstmal einfinden wollen, die anderen auch kennenlernen wollen. Und wie gesagt, jedes Mittagessen, jedes Kaffeetrinken, jedes Training ist da eine kleine Teambuilding-Maßnahme, dass die Jungs einfach sich da austauschen und ja, zusammenwachsen. Gestern hattet ihr eine Schrecksekunde. Die Youngsters sind zusammengerauscht. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, das war schon eine sehr, sehr krasse Situation, wo man auch wieder sieht, wie risikoreich auch das Fußballspiel auch ist. Luftkampf, der Junge ist dann auch am Boden dann auch gelandet, war bewusstlos, die Zunge war auch ein bisschen nach hinten verschluckt. Aber wie gesagt, wir konnten da relativ schnell erste Hilfe auch leisten. Er ist mittlerweile jetzt im Krankenhaus in Zell am See, war jetzt zur Überwachung auch dort. Und ja, ich warte jetzt noch auf die letzte Info auch vom Arzt, der ist gerade jetzt nochmal dort, um da die weiteren Schritte auch einzuleiten. Aber gestern Abend war er schon wieder ganz gut beieinander. Die Stunden davor waren schon sehr schwierig, weil auch Teile des Gedächtnisses auch nicht funktioniert haben und ja auch noch verschwommen sah. Also ich bin jetzt schon wieder optimistisch, dass er da bald wieder auf dem Dampfer ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten aus dem Kader, angeschlagene Spieler, die heute vielleicht auch bei den Testspielen ein bisschen zurückstecken müssen? Ja, heute kann Goran wahrscheinlich nicht spielen. Er hat heute Nacht mit Durchfällen zu kämpfen gehabt. Ist vielleicht auch ein bisschen der Hitze auch geschuldet. Gestern waren es 37 Grad hier. Ich habe gestern auch mit trainiert, also nur Kreis gespielt und habe da schon mehrere Sauerstoffzelte gebraucht. Also es ist schon, war gestern schon sehr extrem und Goran fällt heute aus. Sonst sind eigentlich alle ganz gut beieinander. Wir wollen halt schon gucken, dass wir heute in den beiden Spielen den Spielern jeweils 90 Minuten Spielanteile geben. Das ist sehr anstrengend, klar, aber wir brauchen diesen Reiz. Morgen ist es dann ein bisschen ruhiger und dann werden wir dann noch am Samstag und am Dienstag, wenn wir dann nochmal 2 Spiele hier machen, ja, um dann einfach das Niveau der Leistungsfähigkeit dann auch nochmal zu sehen, auch zu bewerten, aber auch zu erhöhen. Du hast die Testspiele angesprochen. Wie wichtig sind gerade diese Ernstfälle, dass man die probt mit der neuen Mannschaft? Siehst du auch die Mannschaft schon ein Stück weiter gefestigt? Ja, also gut, klar, die Spiele jetzt gegen die vermeintlich Schwächeren, sind auch die Schwächeren, muss man auch so sehen, waren jetzt natürlich nicht so sehr anspruchsvoll, das ist klar, aber es ist trotzdem wichtig, um da halt schon Gefühl auch zu bekommen, gerade fürs Toreschießen, da waren wir in der letzten Saison mehr als bescheiden. Ja, und jetzt gegen die stärkeren Gegner wird sich halt einfach auch zeigen, wer auf dem Niveau schon gut ist, wer halt noch was braucht. Und gerade bei den jüngeren Spielern sehen wir dann auch schon genau, okay, wo stehen sie, was fehlt noch. Ja, und dass natürlich eine Mannschaft zusammenwächst, das ist auch sehr wichtig. Aber ich glaube, dass wir bisher sehr hart trainiert haben, auch sehr variabel, sehr flexibel und auch auf die unterschiedlichen Spielsituationen da gut reagieren werden. Wie ist so dein Grundgefühl? Kleeblatt reloaded, kann man so ein bisschen sagen. Die letzte Saison will man ja ein bisschen vergessen machen. Kann man schon Prognosen abgeben oder ist es einfach noch zu früh momentan? Ja, was heißt vergessen machen? Das war halt ein ganz schwieriges Jahr, was wir mit dem blauen Auge überstanden haben. Und alle im Verein versuchen da ihre Lehren auch daraus zu ziehen und damit auch schon viele Lehren daraus gezogen und haben da auch schon vielerlei Maßnahmen auch eingeleitet, in der Hoffnung natürlich, dass es da besser wird. Deswegen kann man das auch nicht vergessen machen, sondern auch das Negative soll ja auch sinnvoll auch sein. Und ich bin da mehr als optimistisch, wir haben jetzt gut gearbeitet. Die Zeit über, ich denke auch, dass der Fanabend da auch nochmal ganz gut war. War natürlich ein schwieriger Abend, aber trotzdem mit einem offenen Austausch. Und man sieht ja jetzt auch bei den Testspielen waren immer sehr viele Zuschauer auch da. Ich glaube, dass die Neuzugänge auch Optimismus auch ausstrahlen für die Fans und die Zuschauer. Und ich bin immer Optimist, aber ich glaube schon, dass wir da sehr zuversichtlich in die Saison gehen können. Was sicherlich eine sehr, sehr schwierige Saison wird. Ganz einfach deswegen, weil die zweite Liga extrem eng beieinander ist. Und dieses Jahr, glaube ich, nochmal mehr als letztes Jahr. Der Trainer ist auch neu, Stefan Rutenberg. Hier erlebt man ihn ja 24 Stunden am Tag. Was macht er für dich für einen Eindruck?
Ja, macht einen guten Eindruck, ne? Auf der einen Seite kann er locker sein, auf der anderen Seite sehr ernsthaft, sehr detailliert, sehr akribisch, auch sehr klar, sehr, sehr, sehr bestimmend. Und die Mischung gefällt mir ganz gut. Er hat einen guten Draht zu den Spielern, baut eine gute Beziehung auf, hat aber auch klare Vorstellungen, die er auch sehr klar vermittelt, erwartet sehr viel. Und wie das Trainerteam, auch sein Co-Trainer, der Michael, als auch unser neuer Torwarttrainer, wie Christian, wie die hier arbeiten, das gefällt uns gut und gefällt mir auch gut. Und wir haben einen guten Teamgeist auch im Funktionsteam. Ich denke, dass die Basis bisher ganz gut funktioniert. Jetzt bist du ja ein alter Hase, denn wie viel das Trainingslager ist es überhaupt? Kannst du da überhaupt schon eine Zahl sagen? Und wie verhindert man diesen Lagerkoller? Gibt es da ein Geheimrezept von dir? Wie viele Trainingslager? Warte mal. Ja, ich bin jetzt fast 20 Jahre dabei. Ja, so 40, 50 werden es schon gewesen sein. Lagerkoller kommt ja eigentlich erst so gegen Ende des Trainingslagers, wenn alle müde sind und nach Hause wollen. Ja, abwechslungsreich. Also wie gesagt, wir werden jetzt da auch dann morgen mal ein bisschen ruhiger machen, werden dann auch mal auf eine Hütte auch hochgehen, werden dann auch immer ganz gut regenerieren, auch viel Abwechslung auch im Training dabei haben. Das ist halt auch ihr Job, das ist der Beruf, das darf man auch nie vergessen. Das ist jetzt hier keine Spaßveranstaltung, sondern hier wird hart gearbeitet, dafür werden die Jungs auch bezahlt und Lagerkoller sollte vermieden werden. Martin, dann sage ich danke. Das waren die ersten Eindrücke aus dem Trainingslager hier aus Saalfelden. Morgen melden wir uns natürlich mit den Ergebnissen der beiden Testspielen. Und ich sage noch Tschüss und Servus und gebe zurück ins Studio.